Wenn man hier in München, ja nicht geboren, aber doch aufgewachsen ist und immer hier gelebt hat, könnte ich mir eigentlich keinen schöneren Job vorstellen, als Leiter des Stadtarchivs zu sein. Also so direkt an der Quelle zu sitzen, der Stadtgeschichte Münchens, und daraus eben auch die Ausstellungen, Publikationen vorzubereiten, um eben dieses Wissen, was wir hier auch angehäuft haben, und diese Informationen auch weiterzugeben. Ich bin ja ausgebildeter Archivar, war immer hier in München, war hier in der Bayerischen Archivschule und war dann erst in den staatlichen Archiven, immer in den Münchner Archiven, im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, Staatsarchiv München, dann in der Generaldirektion der staatlichen Archive, und habe mich dann eben, wie hier die Leitungsstelle frei wurde, beworben und bin hier rüber gewechselt in die Winzerer Straße 68. Ja, das Stadtarchiv wird ja auch immer gerne als das Gedächtnis der Stadt bezeichnet. Hier liegen die Unterlagen zur Stadtgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das Stadtarchiv ist zuständig für alle Unterlagen, die bei der Stadtverwaltung produziert werden, heute mit seinen 12 Referaten und 40.000 Mitarbeitern. Alles ist zunächst mal Verwaltungsschriftgut und muss dann irgendwann dem Archiv angeboten werden und landet dann nach einer Bewertung in einer ganz großen Auswahl, oder kleinen Auswahl besser gesagt, hier bei uns im Stadtarchiv. Und das sind so Unterlagen, vorher Verwaltungsschriftgut, wie mit Zauberstab berührt, werden sie dann auf einmal Geschichtsquelle im besten Falle. Nicht alles, was die Stadtverwaltung produziert, repräsentiert natürlich die Stadtgeschichte. Deswegen hat das Stadtarchiv auch den Auftrag, weitere Unterlagen aus Privatbesitz zu sammeln, von gesellschaftlichen Gruppierungen, Vereinen, Verbänden, private Nachlässe, die natürlich dieses amtliche Schriftgut ergänzen und werden hier teilweise in Sammlungen angelegt, Fotosammlung, Plakatsammlung, Filmsammlung. Und mittlerweile, jetzt haben wir das Jahr 2020, haben wir etwa 20 Kilometer Akten hier in diesem Magazingebäude untergebracht. Also hier im Zimilienschrank, der ist auch gekennzeichnet durch drei Sternchen. Das heißt, im Notfall sind hier die wichtigsten Unterlagen auch drin, die von der Feuerwehr zuerst gerettet werden müssen. Also hier eine Urkunde von 1332, eine Urkunde vom Kaiser Ludwig dem Bayern. Der Kaiser Ludwig war ja Herzog von Bayern und damit der Stadtherr von München. Und als deutscher König bzw. Kaiser hatten ja seine Urkunden dann doch mal ein ganz anderes Gewicht für die Münchner Bürger. Und diese Urkunde besagt, dass jeder Salztransport darf über die Isar in Bayern, in seinem Herzogtum, nur in München über die Isar geführt werden. Das ist im Grunde die wichtigste Urkunde für die Geschichte Münchens. Man sagt deswegen auch ein bisschen, das ist die Magna Carta der Münchner Stadtgeschichte oder Wirtschaftsgeschichte. Weil hier bekommen eben die Münchner vom Kaiser Ludwig dem Bayern, bekommen hier ein Vorkaufsrecht, um das Salz hier anzukaufen und damit weiterzuhandeln. Und das hat tatsächlich den Reichtum Münchens ausgemacht. Ich sehe überall so eine historische Folie, wenn ich über den Odeonsplatz gehe. Da weiß ich dann genau, was ist da passiert, was ist da passiert. Und jetzt haben wir die Gegenwart, jetzt passiert das in der Stadt. Und dieses Gesamtbild macht für mich die Stadt eigentlich so lebenswert, dass ich mich hier einfach geborgen fühle auch. Ja.